Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Darksiders 2. Ja, ich habe mal reingeguckt. Die Aufnahme läuft so gut, also ist jetzt qualitativ echt gut geworden. Obwohl ich schon relativ hoch eingestellt hatte, hat er trotzdem weniger Gigabyte an der Folge gehabt. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich daran lag. Kann ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, rein da. Aber die Qualität ist halt gut von der Folge. Ich habe noch mal was anderes eingestellt. Schauen wir mal. Schande der Ketzerei. Oh, Fähigkeitspunkt. Ja, den setzen wir mal. Ich würde sagen, hier mit rein. Können auch die anderen nehmen, aber irgendwie. Nee. Okay, da vorne steht er schon wieder. Willkommen am Schattenrand, Reiter. Und jetzt geh, wie die Krähe fliegt. Sonst ist dein Bruder verloren. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Sollte er auch. Dies ist die dunkle Spiegelung des Kristallturms. Ein Reich, in dem Dämonen anstatt Engel Wache halten. Aber das Verderben hat ihren Blick nach innen gerichtet. Und was sie dort sahen, hat sie zerstört. Was ist mit dem Schlüssel? Er ist darin, festgehalten von einem mächtigen Meister. Okay. Aha, da kann man jetzt rein. Da. Schauen wir mal. Tipp, weiter reiten. Yay. Okay. So. Dann wollen wir da mal rein. Oder einfach nur durch? Nö, rein. Okay. Haben noch keine Post. Alles alle. Aha. Irgendwie kommt mir das gar nicht mehr bekannt vor. Das kenne ich gar nicht mehr. Was ist da? Also mal gucken. Aha. Na, guck mal. Aha. Ah, hier kommt man dann so durch. Wahrscheinlich verschwindet das aber. Okay, oder? Na, schaffe ich das? Jo. Ah, guck mal. Relikt von Kagos. Schon wieder. Was haben wir da drin? Krähensense. Ebenso wie die dunkle Festung selbst sind diese Sensen in Geheimnis gehüllt und strahlen eine finstere Aura ab, die die Energie jener aufsaugen und an ihren Träger übertragen kann, die sie angreifen. Okay. Das war's. Mehr nicht. Stufe 22. Zornentzug und Gesundheitsentzug. Können wir aber noch nicht. Fehlt noch ein Level. Machen wir so. Okay. Noch was mehr. Jetzt gehst du wieder durch. Hallo. Oh. Willkommen im Reich der Finsternis, Reiter. Wenn du mir folgst? Nichts dergleichen. Ich bin gekommen, um Dämonen von ihren Münzen zu trennen. Und du? Um sie von ihren Seelen zu trennen. Sind wir so verschieden? Ich suche nach einem Schlüssel. Aber natürlich.
Samael verwahrt viele Wunder in den Kammern unter dem schwarzen Stein. Ich bin gekommen, um das Wenige zu erhandeln, von dem er sich trennen kann. Doch ich fürchte, es ist nicht alles gut im Roten Hof. Samael würde sein Reich niemals so weit ins Nichts gleiten lassen. Nimm dich in Acht vor dem, was du auf Samaels Thron findest. Und wen? Gerüchte sind alles, was dem Krummel entkam. Von einer irren Königin, Lilith, die noch immer an ihrer Herrschaft festhält. Lilith, warum überrascht mich das nicht? Samael war dabei, als ich die Nephilim bekämpfte. Zweifellos schaute er interessiert zu. Der Dämon Samael spielt sein eigenes Spiel. Und wir sind seine Spielfiguren. Ich habe von diesem Ort gehört. Der schwarze Stein. Ja, der Thron von Samael. Der Blutprinz. Der rote Wanderer. Er hat viele Namen. Doch nur ein Zuhause. Nicht viel übrig. Das Verderben verschlingt den schwarzen Stein so wie zahllose Welten zuvor. Und die Schmiedelande, die Ebenen der Untoten, sogar die Erde. Das ist das Verderben? Was will es? Das Ende der Existenz selbst. Und stattdessen das Nichts. Und wie können wir es bekämpfen? Gar nicht. Dein wertvolles Gleichgewicht dient nur dazu, seine Hand festzuhalten. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler. Bitte, sieh dich um! Dann zeig mal, was du so hast. Ja. Ups. Da wollte ich hin. Du wirst auch nichts Neues haben, ne? Nicht wirklich. Und das, was ich gefunden habe, ist besser. Auf jeden Fall. Ja. Nö. Aber. Ich möchte, dass du das nimmst. Okay. Dann tschüss. Ich frag mich immer noch, wie das mit diesen Dingen da geht. Habe ich keine Ahnung. Das habe ich vorher auch nicht. Ich bin mir sicher, dass Wulgrim den Schlüssel hat. Und er wird sich nicht so leicht von ihm trennen. Warte mal. Schlüssel? Schlüssel. Warte mal. Hier. Der und der. Fehlen noch zwei. Da fehlen noch zwei. Also noch ein paar Seiten. Dann kriegen wir die restlichen. Okay. Hätte ich auch gerade gleich machen können. Dann wollen wir mal da rein. Schauen, was es da uns erwartet. Gegner? Der schwarze Stein. Was ist das? Erstmal gucken. Lalalalalala. Aber hier kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Mann, Mann, Mann. Das ist echt viel zu lange her. Speichern. Danke für die Warnung. Du kannst jetzt rauskommen, Lilith. Wirfst du mir Versteckspiel vor? Du bist tot. Wo du reitest, ist niemand sicher. Nicht einmal deine Mutter. Du bist nicht.
meine Mutter. Habe ich Absalom nicht aus der vermischten Asche von Engel und Dämon geschaffen? Und wurden aus diesem ersten Nephilim nicht die anderen geschaffen? Sie waren Brüder der Reiter. Und doch hast du Reue gezeigt, als die Reiter die Nephilim abschlachteten. Warum hast du das Amulett nicht in den Abgrund geworfen, wie der Rat es befahl? Warum ihre Seelen verschonen, wenn nicht um deine Sünde ungeschehen zu machen? Meine Sünde? Dieses Verderben wurde in Absalom geboren. Es steigt von ihm auf wie eine schwarze Flut und du, Mutter, musst mir helfen, sie zu stoppen. Wo ist der Dämonenschlüssel? In Samaels Obhut. Doch er ist jetzt fort. Und der Schlüssel ist verschwunden. Oh, keine Sorge, mein Kind. Zeit wie Sünde kann ungeschehen gemacht werden. Hiermit kannst du in die Vergangenheit zurückkehren. Zur Samaels Festung vor seinem Fall und den Dämonenschlüssel finden. Ich bitte dich nur, wenn du den Quell der Seelen erreichst, deinem Herzen zu folgen und den Nephilim auferstehen zu lassen. Okay. Phasenläufer. Zerrissene Zeit ist Erfolg. Okay. Eine erweiterte Version des Leerläufers. Es kann nur ein Loch in der Gegenwart und Vergangenheit reißen, wodurch Zeitreisen möglich sind. Die irre Königin. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wo der Schlüssel zu finden ist. Ich teile das Bett mit Samael, nicht seine Geheimnisse. Wenn du den Schlüssel willst, musst du mit ihm selbst sprechen. Ich glaube nicht, dass Samael einfach verschwunden ist. Tod, mein Lieber. Du weißt so wenig über die Reiche der Hölle. Es wird eine neue Ordnung kommen, die auf den Sturz der Menschheit baut. Alle Dämonen streben nach Macht. Wenn Samael fehlt, wird er nicht der Einzige sein. Was führt dich in Samaels Reich? Ich werde von Macht angezogen. Und kein Dämon, in welchem Reich auch immer, kommt an jene von Samael heran. Er hätte über uns alle herrschen können, doch jetzt ist er fort. Und dieses Schicksal fällt wieder meinen Kindern zu. Bring die Nephilim zurück, dann wird die gesamte Schöpfung dir gehören. Doch zu welchem Preis? Das ist die Frage. Betrügen mich meine Augen? Ja, laber nicht. Besuche mich wieder? Nein. Und dir will keiner was. Erstmal alles kaputt machen. Was ist hier? Aha. Ich kann nicht. Ja, und ich habe mir das gekauft, ist klar. Guck mal da. Seite 2. Fehlen uns nur noch 18 Seiten. Dann haben wir alle. Dann kann man das öffnen. Glaube ich. Geht nicht. Versuch was wert. Aber da müssen wir erstmal so ein Portal wahrscheinlich finden. Mann. Jetzt geht das wieder los. Dass ich einfach nicht treffe. Tschüss. Versprich, dass du in einem Stück zurückkommst. Aber nicht zu dir. Auf Wiedersehen. So. Dann vorne raus jetzt. Also hier. Okay. Warte mal. Sieht halt so komisch aus. Ne. Okay. Wie gesagt, hier dran kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Oh. Kleine Mistkäfer wieder. Tschüss. Okay. Ja. Dann wollen wir mal. Runterfallen. Hm.
Ja. Okay. Wie soll man da rüberkommen? Wenn man hier doch runterfällt. Okay. Will mir das mal jemand sagen? Da drüben ist eins, aber da komme ich so auch nicht ran. Ach, guck mal. Okay. Ich habe nichts gesagt. Warte, öffne dich. Und heil. Und hier liegt natürlich wieder was rum jetzt. So. Das noch mitnehmen einfach. Umso mehr Geld schadet ja nicht. Hier haben wir noch eine Marke. Für Wohlgramm. Nehmen wir die tauchen wahrscheinlich gleich erstmal Gegner auf. Mit Sicherheit. War doch klar. Ach. Zieht er mich an sich ran? Ich glaub's ja nicht. Das fällt dir eigentlich ein. Okay. Suchst du einen langsamen Tod? Und noch ein Gegner, ist klar. Bleib unten! Hund! Wow. Wollt ihr mich verarschen gerade? Nicht genug Zorn. Mann. Ich steck deinen Kopf auf einen Spieß. Verreck. Willst du das? Sterb. Stell dich mir! Boah. Hier! Jetzt! Tschüss. Heute wirst du an deinen eigenen Innereien schmausen. Nein, werde ich nicht. Ich brauche mehr Zorn. Na? Wow. In den Abgrund mit dir! Oh Mann, ey. Solche Nervengegner, ne? Wow, ich bin gleich tot, wenn ich nicht aufpasse. Boah. Nicht genug Zorn. Halt still, Lumpenkerl. Ich brauche mehr Zorn. Lass das. Nicht genug Zorn. Lass das. Natürlich noch mehr. Ah. Ich brauche mehr Zorn. Boy. Nicht genug Zorn. Deine Verteidigung ist schwach. Ich weiß. Ich brauche mehr Zorn. Da hat er ausnahmsweise mal recht, dass sie schwach ist. Nicht genug Zorn. Lass das. Meine Güte, ey. Zu viel verbraucht jetzt. Okay. Da kommen wir hoch, aber da kommen wir nicht durch. Guck mal, Heiltrank. Hab zu viel Leben verloren. Da kommen wir gerade nicht drüber. Da vorne kommen wir durch. Dann müssen wir da durch. Portal wahrscheinlich wieder öffnen. Ja. Mit Sicherheit. Ich kann auch so machen. So mache ich aber auch nie. Mach immer noch. Mann. Vergesst immer, dass man aufladen kann. Naja. Na, noch mehr Gegner.
Nehmen wir erstmal das mit. So. Okay, was haben wir denn da? Verteidigung geht runter. Meine Kraft geht hoch. Gesundheit geht runter. Okay, nee, auch nicht gut. Viele nicht so gute Sachen. Ich hätte die anderen Dinge erstmal bei dem Typen verkaufen können. Habe ich aber nicht gemacht. Warum auch immer. Na, noch mehr Gegner. Okay. Hier ist nix. Was haben wir hier? Aha. Hui. Okay, dann zack. Zack. Aha. Komme ich denn da drüben jetzt rüber? Muss ich auch mal gucken. Okay, so. Oder auch nicht. Aha. Wow. Kommst du denn her? Ach, what? So viel Schaden macht das? Okay. Ja. Das Ding. Moment mal. Hui. Rutsch runter. Halt dich fest. Hui. Ah, fuck. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Sollen das hier klappen? Aha. Vielleicht so. Hui. Oder auch nicht. Hä? Warte mal. Das funktioniert hier doch gar nicht. Nee. Warum hat er eigentlich die wieder gewechselt? Sollte er doch gar nicht. Ups. Komme ich denn da ran? Ich habe das Ding doch gerade gewechselt gehabt. Hallo? Jetzt. Mann. Ups. Probier es noch einmal jetzt. Schaff das eh wieder nicht. Zeig mir den Weg. Ja. Okay. Versuch's nicht mehr. Na, wie soll man denn da hinkommen? Wie soll das denn klappen? Naja, was soll's. Dann halt eben nicht. Mistvieh. Nerv nicht. Sterb. Wenn die mit einmal da auftauchen, ey. Ja, ist klar. Oh Mann, war das schlecht. Okay. Na guck mal. Wie schnell findet man hier denn Seiten? Bisschen sehr schnell, ne? Okay. Hebel. Okay. Ah ja. Wie klar das war. Suchst du einen langsamen Tod? Sterb. Genau das ist das Problem immer dabei. Solche Ladeattacken. Hm.
Mein Gott. Nerv nicht. Sterb. Nicht einfach. Okay. Ist er da unten? Ein Eingang. Autsch. Wow. Natürlich. Jetzt verreck. Bam. Tschüss. Hier haben wir nur das. Ich will halt an die andere ran. Gerne. Naja, gehen wir hier mal wieder hoch. Okay. So, aber ich würde sagen, bevor ich hier weitermache, mache ich hier nochmal eine kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Darksiders 2. Ciao, ciao.